Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Werbung versus Realität Video von mir. Dazu habe ich euch ja schon einige Videos hochgeladen und es interessiert euch ja immer sehr, ob die Firmen auch wirklich halten, was sie versprechen. Ich habe einige Schätze für meine Schwester mitbestellt. Wir werden dann einfach mal sehen, wem es am besten passt oder wem es am besten steht. Und wenn euch das Ganze jetzt interessiert, was ich euch Neues zu zeigen habe, beziehungsweise falls ihr vielleicht auch ein paar Inspirationen braucht, denn ja, der Herbst steht ja vor der Tür, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten mit der Firma Rhombe, ein Online-Shop. Da habe ich euch auch schon einige Teile gezeigt, die ich dort bestellt habe. Und jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich es liebe, Oversize-Pullis zu tragen. Ich liebe das einfach. Am besten solche, bei denen man so ein bisschen die Schulter sehen kann. Das ist allerdings sehr, sehr schwierig, solche zu finden. Ich habe jetzt dieses Schätzchen hier eben bei Rhombe gefunden. Gefällt mir richtig gut. Knapp 22 Euro kostet dieser Pulli und der ist so, so schön. Der ist ganz, ganz weich. Der hat überhaupt nicht schlecht gerochen, als er angekommen ist. Das ist ja meist so ein bisschen ein Problem bei diesen Online-Shops, wenn ich ehrlich bin, aber hier war das überhaupt nicht der Fall. Das Einzige bei diesem Pulli ist, dass er so ein bisschen eine komische Form hat. Also der Schnitt ist vielleicht nicht so richtig ideal, aber mir macht es überhaupt nichts aus. Also ihr habt unten so ein bisschen viel Stoff, sodass das jetzt nicht unbedingt figurbetont ist, aber das erwartet man natürlich auch nicht bei einem Oversize-Pulli. Also mit diesem hier könnt ihr schon mal überhaupt nichts falsch machen. Dann habe ich mir einen Pulli bestellt, den ich eigentlich so für abends wollte, für zu Hause, zum Chillen. Allerdings habe ich da einen Fehler gemacht, denn ich habe ihn mir zu klein bestellt. Der passt jetzt schon gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er figurbetont ist, aber er ist schon recht eng und das ist sehr schade, weil ich eben auch einen wollte, der sehr weit geschnitten ist, dass man da einfach schön gemütlich zu Hause sitzen kann und ja, es ist überhaupt kein Problem, der gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut, denn er ist richtig schön kuschelig weich, also der ist so, so angenehm und hier mit dieser Ananas, das ist im Moment sowieso total modern und der hat 13,63 Euro gekostet. Dann machen wir weiter mit einer Bluse, die hat 12,78 Euro gekostet und zwar sieht die so aus. Die Farbe hat mir sehr, sehr gut gefallen, einfach ein schönes Pastellrosa hier mit diesem Detail an den Ärmeln. Ihr habt nämlich drei Lagen und ihr habt so einen Trompetenärmel. Hier hinten habt ihr auch nochmal so ein kleines Knöpfchen, das ihr schließen müsst. Das finde ich ist auch noch ein süßes Detail, wenn man zum Beispiel die Haare so nach oben hat und das Ganze dann sieht. Ich habe mir erst so gedacht vom Bild her, das ist wahrscheinlich so ein Schwitzi-Stoff, aber das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Ich finde den Stoff sehr, sehr angenehm. Das Einzige, dass ich mir auch diese Bluse hier wieder ein bisschen zu klein bestellt habe, das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Ich habe euch in meinen anderen Videos auch mehrere Infos dazu gegeben, wie das wegen den Größen ist, wie das mit dem Versand ist und wegen der Rückgabe, also mit dem Zurückschicken. Die Videos dazu kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken, sonst wird dieses Video nämlich zu lang. Jedenfalls muss ich mal gucken, wie ich das Ganze dann anziehe. Ich habe mir die Bluse vorhin mit einem Blazer angezogen. Ich fand die Kombi richtig schön. Den Blazer zeige ich euch später noch. Und auch hier war ich jetzt überhaupt nicht enttäuscht. Dann machen wir weiter mit einem Kimono. Allerdings ist der für meine Schwester. Ich bin da jetzt nicht so der Fan davon, aber die Steffi, die traut sich sowas zu tragen. Ich finde den richtig schön. Als er angekommen ist, dachte ich mir noch so, ja doch, sieht wirklich gut aus. Hätte ich nicht gedacht, wirklich, ich bin ehrlich mit euch. Allein die Farben, die finde ich schon richtig schön und auch hier wieder vom Material ein richtig schönes Schätzchen für knapp 12 Euro. Ihr habt hier auch nochmal so einen Stoffgürtel dabei und wenn ihr euch einfach vielleicht so einen spitzen Top unten drunter anzieht und dann dieses Schätzchen oben drüber, seid ihr wirklich fesch angezogen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Hingucker. Wie gesagt, mein Style ist es jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß, dass die Steffi sowas auf jeden Fall tragen wird. Dann habe ich noch einen Pulli und zwar hat der gekostet 17,90 Euro. Der hat mir vom Bild her schon sehr gut gefallen, einmal wegen diesem Ausschnitt. Da habe ich aber nicht gedacht, dass der wirklich so heftig ist. Also ohne Top unten drunter kann man den wirklich nicht anziehen. Ich habe dazu einen Spitzentop kombiniert, könnt ihr ja gerade sehen, gefällt mir sehr gut. Auch hier wieder mit diesen Trompetenärmel. Und was mir auch noch gut gefällt, dass er unten nicht gerade einfach abgeschnitten ist und zusammengenäht ist, sondern dass er eben hier auch nochmal dieses Detail hat. Der hat auch knapp 20 Euro gekostet und der ist auch wirklich richtig schön, auch ganz, ganz weich und der hat auch nicht schlecht gerochen, als er angekommen ist.
Und dann durfte noch ein weiterer Pulli mit für 19,60 Euro. Der schaut so aus. Ihr könnt es hier schon erkennen mit diesem Joker. Das ist ja im Moment sowieso total modern. Und auch hier hat er wieder einen V-Ausschnitt. Allerdings ist er nicht so heftig wie bei dem anderen Pulli. Hier könnte man einen Spitzentop unten drunter anziehen, damit man die Spitze so ein bisschen sieht. Oder das ganz weglassen und dann ist man aber trotzdem nicht halbnackt. Das würde mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Man sieht so ein bisschen hier vom Dekolleté. Sieht sehr, sehr edel aus und sehr dezent. Aber wie gesagt, man könnte noch einen Spitzentop darunter anziehen. Hier mit diesen Fledermausärmeln gefällt mir auch hier wieder sehr, sehr gut. Und für den Preis könnt ihr auch wieder hier nichts falsch machen. Als nächstes durfte eine Bluse mit für 16,19 Euro. Als ich die gesehen habe, habe ich sofort gewusst, oh mein Gott, die musst du dir bestellen. Die ist so, so cool. Hier mit diesem Detail am Ärmel. Schaut es euch an, bitte, wie schön sieht das aus. Hier mit diesem Rüschen. Und dann könnt ihr euch das Ganze eben zu einer Schleife zubinden. Hier hinten habt ihr noch einen weißen Reißverschluss, den man dann eben zumacht, damit man ja nicht halbnackt rumläuft. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls finde ich die Bluse richtig cool, wenn man zum Beispiel eine dunkle Jeans anhat, eine blaue Jeans, sich die Bluse dann schön reinsteckt und dann ist man auf jeden Fall richtig schick angezogen für 16,19 Euro. Wie gesagt, ein richtig cooles Teilchen. Dann durfte noch eine Bluse mit für knapp 17 Euro, 16,96 Euro um genau zu sein. Die ist allerdings off-shoulder, die ist auch ein bisschen länger, hat hier auch wieder wunderschöne Ärmel und hier diese Details. Hier, ja, hier kann man eben so ein bisschen die Haut durchsehen. Hier unten habt ihr das Ganze nochmal und die gefällt mir auch sehr gut. Der Stoff, das ist so leinenartig. Ich weiß jetzt nicht, wie es vom Bügeln her gehen wird, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten, werdet ihr mit Sicherheit in meinen Vlogs sehen. Und dann dürfte noch eine Tasche mit und zwar sieht die so aus, in diesem Grau. Und die hat knapp 20 Euro gekostet. Ich finde die von der Verarbeitung her so, so krass. Die ist wirklich so edel und so schön, das könnte man gar nicht meinen. Hier mit diesem Druckverschluss und hier einfach, wenn man sich das Ganze dann überkreuzt, so anzieht, mit einem schönen Pulli, jetzt den, den ich anhabe, das passt natürlich nicht so gut, aber ich finde einfach das Ganze auch wirklich sehr hochwertig, wie das ankommt. Hier habt ihr nochmal so ein kleines Täschchen, da könnt ihr dann vielleicht euer Geld reintun oder euer Handy und das Ganze dann hier so in die Tasche stecken, also die ist wirklich für 20 Euro, also da kann man doch wirklich nichts falsch machen, oder? Also ich finde die richtig schön, kann man hier auch verstellen und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. So, dann lasst uns mit Shein weitermachen. Hier, die Sachen kommen immer super geschützt an und als diese Jacke ankam, oh mein Gott, habe ich Freudensprünge gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich der Wahnsinn für das Geld. 25,68 Euro hat diese Jacke gekostet und das ist wirklich gleichzusetzen mit Zara oder mit Mango. Die Qualität ist so, so gut, die schaut so edel aus, diese Jacke. Ich bin total verliebt, wirklich, das ist ein absoluter Hingucker. Diese Jacke hier, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die ist ganz, ganz weich, aber sehr, sehr edel. Hat viele Details. Und ich bin super glücklich, dass ich mir die bestellt habe. Wirklich, das ist ein absolutes Schätzchen aus dieser Bestellung. Allerdings ist es auch was dabei, ja, von dem ich nicht so überzeugt bin, aber dazu kommen wir jetzt. Und zwar kommen wir zu einem Teilchen, da muss ich wirklich meine Nase zuhalten. Das riecht so, so schrecklich. Also das stinkt schon wirklich. Also das muss man wirklich dazu sagen. Und ihr wisst, ich bin ehrlich mit euch. Die Jacke an sich gefällt mir total gut. Also das ist eher ein Cardigan. Das kann man sich dann einfach über ein T-Shirt drüber werfen. Ist mal schön warm und kuschelig angezogen. Auch von der Qualität her überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, der Geruch ist wirklich abartig. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie ich das Teilchen dann waschen soll. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass mir das irgendwie eingeht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Am besten, ich wasche es mit der Hand. 20,46 Euro hat es gekostet und ich muss es wirklich ein bisschen weiter von mir weghalten. Dann machen wir weiter mit einer Jacke, von der ich aber total überzeugt bin. Da habe ich mir auch gedacht, den Test, den führst du mal durch. Auch für euch natürlich, damit ich euch sagen kann, wie die Sachen so sind, wenn sie ankommen. Vom Bild her habe ich mir gedacht, ja, die können mir wirklich viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber ich bin so, so begeistert und zwar gab es letztes Jahr auch so eine Jacke bei Zara, die war allerdings recht teuer. Ich glaube, die hat 59,90 Euro oder so gekostet damals und da habe ich mir gedacht, nee, vor allen Dingen, wenn es so ein auffälliges Teilchen ist, kannst du das ja auch nicht ständig tragen und bei der hier, da könnt ihr auch wieder nichts falsch machen. Gefällt mir super gut, hier sind ganz viele Perlen dran, ihr könnt schon sehen, hier
überall Perlen, hier unten noch Perlen und auch von der Verarbeitung her überhaupt gar keine Frage. Also wirklich ein Top-Produkt und das riecht überhaupt nicht schlecht, so wie das andere. 22,17 Euro kostet dieser Blazer hier. Machen wir direkt weiter mit einem Blazer, der auch hier wieder Perlen hat. Der kostet 24,72 Euro, glaube ich. Genau, ich habe hier meinen Laptop, damit ich euch die Preise sagen kann. Aber ich verlinke euch sowieso alle Produkte mal unten in der Infobox. Ihr müsst einfach auf den Link klicken, dann kommt ihr zum jeweiligen Produkt. Nein, ich werde nicht am Verkauf beteiligt, nur damit ihr eben das Produkt schneller findet. Der Blazer hier, ja, da muss ich zugeben, der sieht schon anders aus als auf dem Bild. Der ist von der Qualität her tatsächlich nicht so schön wie auf dem Bild. Das muss ich tatsächlich zugeben. Ich denke, wenn ich den jetzt einfach mal schön aufhänge oder bügel, damit er eine schöne Form bekommt, ist der ganz okay. Aber wenn ich den im Laden gesehen hätte für knapp 25 Euro, hätte ich ihn tatsächlich nicht mitgenommen. Wie gesagt, ich bin ehrlich mit euch, weil er einfach vom Stoff her auch nicht so hochwertig ist. Also der ist mehr so... Wie heißt denn das bei euch? Bei uns würde man lapperig sagen. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort bei euch gibt, aber ja, wie gesagt, jetzt so bin ich froh, dass ich ihn habe. Nur im Laden hätte ich ihn mir so definitiv nicht gekauft. Dann machen wir weiter mit einem Pulli von Shein. Für 15,35 Euro hätte ich den definitiv mitgenommen, wenn ich den im Laden gesehen hätte. Hier mit diesem coolen Detail ist auch wieder sehr lang geschnitten, ist Oversize, genau wie auf dem Bild eben zu sehen ist. Ein bisschen Off-Shoulder, gefällt mir sehr gut, stinkt nicht und ist von der Qualität her auch wirklich überhaupt ein toller Pulli für den Preis. Da könnt ihr auch definitiv nichts falsch machen. Da habe ich meiner Schwester Steffi noch eine Jeansjacke bestellt und zwar sieht die so aus für 21,35 Euro. Die hat hier am Ellenbogen so Cutouts, also auf beiden Seiten und hat hier am Kragen auch nochmal diese Details hier. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die vielleicht ein bisschen zu groß ist für die Steffi. Wir werden es sehen. Ansonsten ist es halt eine Oversize-Jeansjacke. Definitiv den Preis wert. Das kann ich wirklich mit H&M wieder gleichsetzen. Bei H&M würde diese Jacke über 30 Euro kosten. Definitiv, da bin ich mir sicher. Und die Steffi wird mit Sicherheit ihre Freude daran haben. So, zwei Schätzchen habe ich noch und zwar zum einen diesen Pulli hier für meine Schwester Steffi. Der hat knapp 20 Euro gekostet, allerdings muss ich euch sagen, dass ich von der Qualität her nicht so begeistert bin. Der ist schon sehr kratzig, also da müsst ihr definitiv was drunter ziehen, damit es auch angenehm ist. Und ja, mir hat er halt auf dem Bild sehr gut gefallen hier mit dem hohen Kragen. Das gefällt mir sehr gut und auch die Farbe fand ich sehr schön, aber wie gesagt, von der Qualität her, falls ihr da so ein bisschen empfindlich seid, dann würde ich euch von diesem Pulli hier abraten. Ich habe mir dann noch einen Hoodie bestellt und zwar sieht der so aus in einem schönen Farbton hier rosa. Hier haben wir dann noch ein Detail und das Ganze dann auch noch hier an der Kapuze. Auch dieses Teilchen hier hat knapp 20 Euro gekostet, einfach für zu Hause zum Chillen oder wenn ich mit der Bella Gassi gehe für draußen. Jetzt so, wenn man mal durch den Wald läuft, ne? Einfach so ein Schätzchen dann eben für zu Hause. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch jetzt alles gezeigt habe. Falls nicht, dann werde ich euch das Ganze dann noch in meinen Vlogs zeigen, einfach nach und nach, falls ich, wie gesagt, was vergessen habe. Alle Infos nochmal dazu unten in der Infobox zu den jeweiligen Produkten. Habe ich euch ja schon gesagt, schaut da gerne vorbei, falls euch irgendwas interessiert oder ihr euch nochmal näher anschauen wollt, dann ja, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei. Schaut auf jeden Fall noch bei meinen letzten Videos vorbei, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!